Also Papa, das ist mein neuer Freund Burkhard. Schön, Sie kennenzulernen. Renate, kommst du mal bitte? Ja, Mutti, ich komm sofort. Nein, lass mich nicht alleine hier. Du schaffst das schon. Also, ja. Sie sind der neue Keiler von meiner Tochter. Genau. Name? Burkhard, aber Sie können mich auch gerne duzen. Das will ich aber nicht. Oh, okay. Seit wann geht das mit Ihnen und meiner Tochter denn schon? Seit circa 6,5 Monaten. Sie sind verliebt in meine Tochter? Das würde ich schon so sagen, ja. Sie wollen quasi auch mit meiner Tochter in eine Kiste steigen. Betonung liegt auf wollen, ist das klar? Papa, was möchtest du zum Trinken haben? Ich nehme Bier, mein Schatz. Und du, Burki? Nur ein Wasser, bitte. Wirklich? Du trinkst doch zum Essen sonst auch immer ein Bierchen. Weißt du, ich denk mal, dass ich damit demnächst aufhöre. Wirklich? Dann haben wir die 10 Kisten aus dem Angebot ja umsonst gekauft. Nur ein Wasser, bitte. Okay, alles klar. 10 Kästen? Gut, das war halt im Angebot und da schlage ich dann halt meistens zu. Wie wenn meine Tochter dir widerspricht quasi. Was? Hör zu, du kleiner Bengel. Wenn du meiner Tochter auch nur ein haben Sie den Artikel über den Maushirsch gelesen? Stilles Wasser oder mit Kohlensäure? Still, bitte. Alles klar. Auch nur ein Haar krümmst, werde ich dir die Visage so lange eindrücken, bis du lachst. Ist das klar? Aber ich will wirklich nur das Beste für Ihre Tochter. Genau wie ich. Also halte dich an meine Regeln und ich werde dir keine Gliedmaßen brechen. Ist das klar? Ich dachte, Sie wollen mich nicht duzen. Ich habe auch gesagt, dass ich nie wieder in den Knast gehen werde. Bitte was? Ich habe ein Was gehört, da wo ich eigentlich Was sind die Regeln verstehen sollte. Wie lauten Ihre Regeln? Regel Nummer 1, kein Bier mehr. Regel Nummer 2, du wirst hier niemals übernachten. Regel Nummer 3, wenn meine Tochter auch nur einmal Liebeskummer haben wird, werde ich dich zermalmen wie Stampfkartoffeln. Und wenn sie Liebeskummer hat, weil sie mir fremdgegangen ist? Hast du gerade gesagt, dass meine Tochter ein Freudenmädchen ist? Nein, so war das nicht gemeint. Ich meinte natürlich rein hypothetisch. Du willst mir also gerade erzählen, dass es wahrscheinlich ist, dass meine Tochter dich betrügt, statt dass du deine Pfoten nicht vom Eisen lassen kannst bei fremden Frauen? Wenn du nochmal so redest, benutzt du bald nur noch einen Strohhalm, um deine Mahlzeiten zu konsumieren. Ist das klar? Kann ich dir sagen, wo ich meine Werkzeuge kaufe? Wir sind soweit fertig. Ihr könnt essen kommen, wenn ihr wollt. Okay. Da freuen wir uns sehr. Dankeschön. Danke dir. Bis gleich. Wir gehen jetzt da rein und werden sagen, wie gut das schmeckt. Auch wenn meine Frau nicht kochen kann, willst du sagen, wie gut das Essen schmeckt und einen Nachschlag verlangen. Ansonsten werde ich dir einen Nachschlag geben mit meinen beiden Freunden V und Fauns. Sind das Ihre Freunde? Das sind meine beiden Fäuste. Ist das ein Witz? Sehe ich aus, als würde ich Witze machen? Nein. Also ab in die Küche. Ich stehe seit 3 Stunden in der Küche, um dir was Vernünftiges zu kochen. Und jetzt komme ich her und du schreist mich an, Walfred, oder was? Nein, ich meine den Jungen. Jetzt schreist du hier meinen Freund auch noch an, oder was? Aber er denkt doch, Freudenmädchen und Hand vom Eisen und Stampfkartoffeln. Siehst du, dass du deinen Arsch wieder in die Küche schwingst, sonst lernst du meine Freundin Bratpunkt-Pfanne kennen. Okay. Jedes Mal das Gleiche mit dir. Und sieh zu, dass du den Bengel ein Bier holst. Hast du gerade gesagt, dass meine Tochter ein Freudenmädchen ist?